Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Lieblingscaster, der Viewing Party Boss höchstpersönlich. Ey, Leute, viel Spaß mit den Highlights. Das sind die besten Solospieler Europas hier im Cash Cup. Der Cup von Freitag wurde auf Montag verschoben. Heute ist Montag. Wir gucken uns jetzt das Finale an. Wir haben Leute dabei wie Mongral, Krr, Mitro etc. pp. Wird mega nice. Wir gucken das Ganze in-game. Falls euch die Highlights gefallen haben, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Dann ist der Daumen oben. Schreibt es in die Kommentare. Leute, wir gehen rein. Also ich bin ja der Viewing Party und der Coaching Boss, ne? Aber er ist halt so... Er ist nochmal eine Stufe über Legende. Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Aber das ist ja auch abzusehen, dass er den Typen da hinten holt. Das ist doch abzusehen, dass er den Typen da hinten holt. Ja, guck. Er will hier alle weglasern. Er will hier, dass gar keiner mehr hinter ihn kommt. Das möchte er. Egypt um Edge. Komplett um Edge. SNF Heady wird geholt. Noch ein Jump Pad. Was macht er da? What? Holy shit, Doppel-Headshot! Noch drei Leute. 1v1v1. Livestream. Egypt, Refguards und Mitro. Egypt, Refguards und Mitro. 1v1 oben und er wird geschittet. Wir bleiben auf Egypt drauf. Egypt im Lowground. 4 Kills hat er schon, 47 Punkte. Der Typ ist jetzt hier im Finale und hat schon 47 Punkte. Das bedeutet, er ist schon fast Preisgeld sicher. Oh mein Gott. No, er wird totgelasert. Holy, wie kann man so totgelasert werden? Ah, keine Chance. Keine Chance. Keine Mats, keine Chance. Trotzdem sehr solide gespielt. Auch von Refsguard. Der hat hier oben im Highground Mitro geschittet. Mitro zweimal hintereinander im Late Game. Einmal Zweiter, einmal Dritter. Nächste Runde muss er Erster werden. Holy shit. Ey, das ist jetzt schon... Das ist jetzt schon besser als FNCS-Niveau. Meine persönliche Meinung. Frey holt Kiyachi, ist in der Zone. What? Doppelkill. Er hat noch zwei Flopper. Zwei Slurpfische hat er noch. Ein User direkt. Hat direkt einen Gegner vor sich. Das ist Egypt. Der hat 1000 Mets. Frey, kannst du Legende werden? Gönnt sich jetzt noch Mini? Nee, gönnt er nicht. Gegner direkt vor ihm. 46 HP. Wird von hinten gelasert. Hat noch 700 Mets. Er muss... Er muss weiter. Schade. Einfach schade. Wir schauen Mongral zu. Mongral, keine Mets mehr übrig. Hat die Spaß, hat die Drumgun. Geht hier auf Paddy rein. Wer ist Paddy? Wer ist Paddy? Paddy ist dead. Aber nicht durch Mongrals Hand. 40 Mets hat er noch. 30 Mets, 10 und das war's. Mr. Savage ist down. Tyson ist noch am Leben. Oh, what? Alter, das sieht nicht gut aus für ihn. Das sieht gar nicht gut aus für ihn. What? Stark. Low Ground Kill. 100 HP hat er, 100 Mets hat er noch. 100 Mets hat er noch. Schon wieder keine Mets. Der Junge verbaut so viele Mets jeden Tag. Das war viel zu lässig, Livestream. No way! No way! Er wird hier im Double Kill geholt von einem Rocket Launcher. Wen haben wir noch alles? Wir haben Tyson auf dem Highground mit dem Rocket Launcher. Das ist auch chillig. Tyson, der Duo-Mate. Tyson, der Duo-Mate von Yannis Z. Mit die besten Spieler, die es derzeit gibt. Mit die besten Spieler, die es derzeit gibt. Tyson hat auch Mr. Savage geholt. Er hat noch 80 HP, 9 Rockets. 5 Leute sind noch am Leben. Tannis und Jaisen. Ihr kennt sie. Ihr liebt sie. Was macht er da? Er muss runterdroppen. Macht er. So, 60 Mets noch. Rocket Launcher muss hitten. Der Rocket Launcher muss halt sitzen. Er muss eigentlich die ganze Zeit nur Rocket launchen. Mehr darf er nicht machen. Oh mein Gott. Ey, das kann so spannend sein. Hit! Hit! What? Tyson mit 3 Kills. 57 Punkte. Nach 3 Runden. Guckt euch das an. So, wir schauen Mitro zu. 4. Runde, meine lieben Freunde. Meine lieben Damen und Herren da draußen. Seid ihr hyped? Eins in den Chat. So, was geht ab bei Mitro? Das ist wieder der Grr-Fake-Account. Von links ist aber auch noch ein Gegner. Von links ist aber auch noch ein Gegner.
Oh shit. Ich habe alles gesehen. Was war das? Der Typ hat entweder einfach aufgegeben oder er wollte ihn für Teamen bannen lassen. Ich habe alles gesehen, das ist lächerlich. Was eine Ratte. Nee, das ist unehrenhaft. Das ist nicht der richtige Kill gewesen. Alter. Fuck! Alter, was macht er da? Aha! Ist gar nicht OP. What? Ey, der Typ wollte ja komplett auf ihn raufscheißen. Das ist stark. Aber er hat nur noch 8 Pills. Das war's. Leute, die Zone geht über Wasser. Er hat nur noch 8 Pills. Zone geht über Wasser. Das war's für ihn. 53er Hit. Und tot. Wir können den Rasenmäher nicht mehr anhauen. Die Lobby ist in einer Minute durch. Der Rasenmäher ist noch nicht mal an. 9 Leute live. Und die Zone pullt komplett auf den Berg rauf. Holy shit. Minis? Keine Mats. Er muss grabbeln. Er muss unbedingt grabbeln. Er muss rüber. Und er ist tot. Was für... Er ist tot. Viel zu stark gespielt schon wieder. One pump. 360 degrees. Was macht er da? Mongral stirbt an Mongral. Und wir haben hier Polis, Jan, Jonas. Der ist Deutscher. Drumgun. Das zweite Mal. Mongral auch nochmal mit dem Jump Pad. Er hat schon wieder das Loadout. Er hat schon wieder das gleiche Loadout bekommen. 2-0 Mongral. Er Jump Padded. Low Jump Pad. Perfekte Flugbahn. Er wird nicht abgeschossen. Das ist so nice. 400 Mets noch. Er hat die Spaß. Er hat die Super Scar. Er hat einen Rocket Launcher. Enza auf Low. Enza aber auch nochmal mit 170 HP. Mr. Savage auf Low. Kein einziger Schuss geht rein. What? Mr. Savage fällt. Mr. Savage down. Leute, alle, die gesagt haben, Mongral ist overhyped, overpowered, whatever. Er beweist, warum er zu den Besten gehört. Es ist viel zu stark. So, 130 Mets noch. Lowground Schild noch ein Gegner. 14 Leute sind am Leben. Der Rocket Launcher muss halt hitten. Hit! Aber er wird gedrumgunned. Wir gucken einfach Emo weiter zu. Mal schauen, was Emo drauf hat. Der hat einen Rocket Launcher, 170 Mets. Das könnte was werden. Das kann was werden. Oh, nice. Digga, der sieht halt aus wie ein Controller-Spieler. Ah, stark. Oh, starker Hit. Wer ist das? Das ist BL Slicks. Okay. Beide im Lowground. Er weiß es nicht. Und das war's. Das müsste es gewesen sein. 18er Hit. Müsste den Rocket Launcher nachladen und dann ist der Gegner tot. Stark. Ja. Okay. Leute, wir gehen ins Late Game rein. Das unstackedeste Late Game überhaupt. 23 Leute nur am Leben. Nichtsdestotrotz, es sind hier Top-Kaliber noch dabei. Wie Mr. Savage. Wie Mongral. Wie Kiyachi. Egypt on Edge. Dass ich das sagen darf. Mongral direkt neben Mr. Savage. Mitro ist schon down. Das kann halt der Rasenmäher aller Rasenmäher werden. Aber die müssen halt beide eine Baba-Runde abliefern. Mr. Savage und Mongral. Einer von den beiden muss halt komplett ausrasten. What?
Die Mats werden geklaut. Er ist in der Zone, er hat keine Flopper. 40 HP. 108 HP insgesamt. Noch 80 Mats. Tuss neben ihm. Tuss wird geschittet. Und Tuss ist dead. Tuss ist dead, oder? Ja, Tuss ist dead. Er nimmt den Rocket Launcher mit. Das wird nicht reichen. Egal wie sehr wir believen jetzt gerade, Leute. Es wird nicht für den ersten Platz reichen. Mongral mit einem Kill. Mongral ist down. Das heißt, Mr. Savage ist der Letzte, der ihn jetzt von dem Thron stoßen könnte. Es wird nicht reichen. Er hat zu wenig Mats. Er hat zu wenig Kills. Er bleibt auf dem zweiten Platz. Nee. Mehr wird es nicht. Mehr wird es nicht. Oh, der Controller-Spieler wieder von unten. Das ist stark. 7 Leute noch alive. What? Schöner Kill. 60 Mats noch. Er muss vielleicht ein bisschen Zone spielen. Macht er gut. Macht er gut. Mr. Savage. Top 3. 90 Mats. 90 Mats. Mehr hat er nicht. Muss den Rocket Launcher nachladen. Oh mein Gott, die beiden gehen in den Fight rein. Mr. Savage mit dem Kill. Muss sich den Rocket Launcher ergattern. Digga, er trippt den Gegner. Das reicht nicht, glaube ich. Das reicht, glaube ich, nicht. Selbst wenn er gewinnt. Das reicht nicht. Das reicht nicht, oder? 176 Punkte. Aber es reicht nicht. Wir gehen in die finalen Standings rein. Und das ist die Bestenliste. Ah, scheiße, Digga. Ich hab's doch gesagt. Mitro auf dem ersten Platz weiterhin. Er hat keinen einzigen epischen Sieg geholt. Aber er hat halt die Leute dumm und dämlich gewkeyt. Er hat die Leute dumm und dämlich gewkeyt. Er hat 124 Punkte nur durch Kills geholt. Das sind 31 Kills. Das ist krank. Mr. Savage auf dem zweiten Platz. Reifler auf dem dritten. Mongral wegen einem einzigen Kill auf dem vierten Platz. Das ist nochmal extrem viel Geldverlust. Keyachi auf dem siebten. Und kein einziger deutschsprachiger Spieler in den Top 10. Wir gehen nochmal ganz kurz für euch rein in die Preise und Belohnungen. Erster Platz, $5,000. Es hat einfach, zwei Kills haben gerade $2,000 ausgemacht. Zwischen Mitro und Mr. Savage. Leute, falls euch das Video gefallen hat,